die vor überwinden wurde mit dem Stichwort Zimmerbrand um 17.14 Uhr alarmiert, sieht bei uns hier dann vor, dass wir mit allen drei Abteilungen alarmiert werden. Auf der Anfahrt war ein deutlicher Flammenausschlag zum Fenster raus und ja, das Haus hat einfach gebrannt im ersten Obergeschoss. Im Moment sind wir mit drin. Dauer des Einsatzes mit 9 Fahrzeugen, ca. 50 Mann. Wir hatten aufgrund des ersten Lagebildes noch die Feuerwehr Weiblingen mit einer weiteren Drehleiter auf Anfahrt, sowie im Moment gerade den GW Atemschutz, sprich er versorgt uns jetzt mit frischen Flaschen und Masken, sodass wir das Feuer weiter löschen können. Feuer ist unter Kontrolle. Im Moment geht es noch darum, die Glutnester innen drin abzulöschen. Ja, es war noch eine Person drin, die ist im Laufe des Einsatzes im Objekt aufgefunden worden. Grundsätzlich natürlich hier doch die Bebauung, da das eine Einbahnstraße ist, natürlich Zufahrt nur von vorne möglich, war das für die ersten Momente sehr wichtig, dass wir unsere Fahrzeuge so aufstellen, dass unsere Drehleiter vor das Objekt hinkommt und auch, dass ein Fahrzeug hinter die Drehleiter kommt, um eine Wasserversorgung aufbauen zu können, um die Brandbekämpfung sowohl innen als auch dann außen vornehmen zu können. Wir werden jetzt im nächsten Schritt unsere Kräfte, die schon drin waren, rauslösen aus dem Einsatz, sie ins Warme bringen, dass wir sie einfach körperlich schützen. Wir haben jetzt Ersatzpersonal hier, einfach weitere Kräfte, die alarmiert waren und seit in den Gerätehäusern waren. Die werden nun innen drin die Brandbekämpfung und abschließende Löschmaßnahmen durchführen.